Algorithmen und künstliche Intelligenz. Ohne sie läuft heute nichts mehr. Sie machen vieles einfacher und schneller und bequemer. Aber sie machen auch vieles noch ungerechter und gefährlicher. Warum? Dazu mehr in diesem Video. Algorithmen und KI sind überall, auch in der Medizin. Von der Prävention über das Screening, Diagnose und Therapie bis hin zur Nachsorge. Das heißt, wir können schon vorher vorausschauen, ob jemand erkrankt und wie schwer jemand erkrankt. Und hier können wir anhand der Daten schon, die eben über den Algorithmus laufen, erkennen, ob ein Patient, wir sagen das so schön, in eine Niereninsuffizienz kommt oder nicht. Das ist ja ein häufiges Krankheitsbild auf der Intensivstation. Sylvia Thun ist Ärztin und Professorin am Berlin Institute of Health. Seit Jahren befasst sie sich mit der Digitalisierung der Medizin. Ein wichtiger Aspekt dabei: Algorithmen und KI, die auch heute schon vielfältig in allen medizinischen Bereichen eingesetzt werden. KI ist ein Fortschritt in der Medizin, weil wir weitere Daten zur Verfügung haben und die Daten natürlich zusammengenommen sehr viel mehr Wissen generieren als ein einzelner Kopf, als ein einziger Mediziner oder eine Medizinerin. Durch die digitale Vernetzung von Patientendaten soll es möglich werden, Behandlungsprozesse zu individualisieren und zu optimieren. In Zukunft wird uns die digitale Medizin sogar zur Nachsorge und Therapie bis nach Hause begleiten. Gesundheits-Apps und Wearables, die zum Beispiel den Puls messen und die täglichen Schritte zählen, gehören schon heute für viele zum Alltag. Sie ermöglichen es, dass Menschen die eigenen Gesundheitsdaten tracken und Therapien umsetzen. Klingt erstmal alles nach Fortschritt und könnte das Gesundheitswesen revolutionieren. Doch alles hängt von der korrekten Programmierung der Apps ab. Was dabei alles schiefgehen kann? Eine ganze Menge. Diskriminierende KI in der Medizin kann natürlich zur falschen Diagnostik und Therapie führen. Wir können die Patientensicherheit nicht gewährleisten und letztendlich kann natürlich es auch zum Tod führen. Warum? Das erklärt uns Sylvia Thun anhand von Symptomchecker-Apps. Hier kann man seine Symptome eingeben und die Apps sagen einem, was man am besten tun soll. Dahinter hängt auch eine KI. Und dann sagt mir die App danach, welche Diagnose ich habe oder ob ich jetzt mich ganz schnell ins Krankenhaus begeben soll oder mich lieber aufs Sofa setzen soll, wenn ich Schwierigkeiten habe. Und da ist tatsächlich es herausgefunden worden, dass Männer die Empfehlung bekommen, ins Krankenhaus zu gehen, bei den gleichen Symptomen, die sie eingeben, wie Frauen. Ja, und bei Frauen sagt die Symptomchecker-App, dass sie sich besser ausruhen sollten. Wie kann es sein, dass Frauen andere Diagnosen als Männer bekommen? Darüber später mehr. Nochmal zurück auf Anfang. Algorithmen sind so etwas wie geheime Codes. Nicht nur in der digitalen Medizin, sie bestimmen auch unseren Alltag. Das Autofahren, die Wohnungssuche, ob wir einen Kredit bekommen und wen wir daten und so weiter. Aber was sind Algorithmen überhaupt? Zunächst mal werden Algorithmen von Menschen geschrieben. Es sind quasi Anleitungen, die dem Computer Schritt für Schritt sagen, was er tun soll, um eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen. Quasi wie ein Kochrezept. Nun ist es aber unmöglich, die reale Welt mit ihren unzähligen Möglichkeiten und Situationen in festen Regeln abzubilden. An dem Punkt werden Algorithmen entwickelt, die selbst lernen. Sie können in kurzer Zeit viel komplexere Sachverhalte verarbeiten, als ein Mensch in einzelne Vorschriften gießen könnte. Selbstlernende Maschinen. Das ist dann die künstliche Intelligenz. Algorithmen gibt es in vielfältigster Art. Es gibt ganz einfache Modelle. Die kann man sich am besten vorstellen als ein Computerprogramm, das einfach nur bestimmte Regeln ausführt. Also sowas wie ein Taschenrechner. Ich sage dem Taschenrechner die Regel ist 2 und 2 ist 4. Und der Taschenrechner führt das aus. Diese Art von Algorithmen gibt es schon seit langer Zeit. Die sind rechtlich nicht sehr bedenklich. Sandra Wachter ist Professorin und darauf spezialisiert, Algorithmen daraufhin zu untersuchen, ob sie fehlerhaft oder diskriminierend sind. Viel interessanter und ethisch komplizierter sind Machine Learning-Algorithmen. Hier gebe ich dem Algorithmus nicht die Regeln vor, sondern das Interessante ist, dass der Algorithmus die Regeln selbst findet. Das heißt, ich setze
Daten zur Verfügung und der Algorithmus findet interessante Muster. Und ab dieser Stelle lernen die Algorithmen also selbst weiter. Und zwar von den Daten, die ihnen ein Mensch vorgegeben hat. Genau hier liegt das Problem. Algorithmen sind ein zweischneidiges Schwert. Es ist ganz klar, dass die eingesetzt werden können für sehr, sehr gute Dinge. Aber leider ist es eben auch so, dass sie sozusagen bereits entstehende, existierende Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft erweitern können. Das heißt, leider sehr oft wird Technik entwickelt, die dann diejenigen, die ohnehin schon sozial schwach sind, noch stärker belastet. Und das ist leider sehr oft der Fall für Frauen. Zurück zur Medizin. Genau dort sind nämlich Frauen diejenigen, die Nachteile haben durch falsch programmierte Algorithmen. Sylvia Thun sieht sogar eine Gefahr für Gesundheit und Leben. Denn offensichtlich berücksichtigen Algorithmen und künstliche Intelligenz im medizinischen Bereich nicht immer die anatomischen und hormonellen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Es kommt daher, weil die zugrunde liegenden Daten meistens in der Forschung aus klinischen Studien kommen. Und in diesen Zulassungsstudien hat man in erster Linie junge Männer. Warum ist das so? Weil Frauen natürlich ein gewisses Risiko inhärent haben, dass sie schwanger werden könnten. Es gibt da viel mehr hormonelle Schwankungen, auch die vielleicht Studienergebnisse dann verfälschen. Und dementsprechend haben wir eher Männer in den Studien. Aus den Studien generieren wir ja Daten, also Daten von Männern, die dann als Grundlage für die Algorithmen benutzt werden. Ich werde als Frau meistens übertherapiert, ja, weil auf Basis der Datenlage ja letztendlich die Dosierung zum Beispiel für einen Mann ausgerechnet worden ist und nicht für eine Frau. Das ist natürlich hochgefährlich. Ja? Also wir könnten sogar hingehen bis zu einem Tod durch Überdosierung. Falsch programmierte Algorithmen können im schlimmsten Fall zum Tod führen. Für Sylvia Thun ist es daher zwingend, die Algorithmen immer wieder zu prüfen und gegebenenfalls neu zu programmieren. Und das sind unsere Daten, auf denen wir dann die KI trainieren und die Algorithmen verstärken sich natürlich auch nochmal selber. Ja, und so kann man sich das vorstellen, dass dann diese KI immer ungerechter wird, je mehr die Daten, die zugrunde liegenden Test- und Trainingsdaten nämlich schon ungerecht sind. Also es ist jetzt kein Problem der KI per se, sondern ein Problem der zugrunde liegenden Daten. Es geht also um die Datengrundlage. Konkret bedeutet das, dass medizinische Apps und andere Tools der digitalisierten Medizin mit Daten von Männern und Frauen gleichermaßen gefüttert werden müssen. Und dass Unterschiede von Frauen und Männern, aber auch von Kindern und Erwachsenen, stärker berücksichtigt werden müssen. Die Daten sind auf jeden Fall vom Wissen alter weißer Männer geprägt, aber nur in dem Sinne, in dem unsere ganze Gesellschaft von alten weißen Männern geprägt ist. Was Matthias Spielkamp von der NGO Algorithm Watch damit meint: Es wäre sinnvoll, dass Frauen auch an der Programmierung von Algorithmen stärker mitarbeiten. Denn bisher ist die KI-Branche sehr männlich und weiß dominiert. 2020 lag der Frauenanteil in der IT-Branche in Deutschland bei 17,5%. Noch weniger Frauen arbeiten in der KI-Branche. Eine Auswertung des Weltwirtschaftsforums zusammen mit dem Berufsnetzwerk LinkedIn aus dem Jahr 2018 zeigt, in Deutschland sind nur 16% aller KI-MitarbeiterInnen weiblich und der Rest ist männlich. Und da die Algorithmen von Menschen geschrieben werden, fließt auch deren Logik mit ein. Macht schon irgendwie Sinn, aber wir Menschen haben ja unterschiedliche Vorlieben, Verzerrungen und Vorurteile. Und die werden natürlich in den Daten erfasst. Deshalb gilt: Diskriminierende Algorithmen finden sich nicht nur in der Medizin, sondern in zahlreichen anderen Lebensbereichen. Das Schlimme daran, wenn ein ungerechtes System in einem Algorithmus kodiert ist, wird es quasi festgeschrieben. Es gibt noch andere Beispiele, bei denen nicht nur Algorithmen Menschen benachteiligen. Auch bei Infrarottechnologie, die zum Beispiel bei Türen, Fotoautomaten oder Seifenspendern eingesetzt wird, kann es passieren, dass zum Beispiel schwarze Menschen nicht erkannt werden und die Technik nicht funktioniert. Too black.
Aber wie geht das genau? Infrarottechnologie zum Beispiel reagiert auf Lichtreflexionen auf der Haut und löst aus, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Da dunkle Haut weniger Licht reflektiert als helle, wird der Grenzwert nicht überschritten. Das System reagiert nicht. Bei digitaler Diskriminierung kommt erschwerend hinzu. Viele Opfer können selbst gar nicht nachvollziehen, warum ein Gerät oder ein Prozess nicht funktioniert. Oder warum ihnen bei Suchanfragen im Internet nur bestimmte geschlechtsspezifische Inhalte angeboten werden. Es gibt weitere Beispiele, wie verborgene Codes dazu führen, dass die Ungleichheit in unserer Gesellschaft noch verstärkt wird. Über die Hintergründe und wie wir alle davon betroffen sind, davon handelt die erste Folge unserer Doku-Reihe Digital Empire. Wir haben mit Menschen gesprochen, die Opfer von diskriminierenden Algorithmen, Infrarottechnik und KI wurden. Mit Tanja, einer Influencerin, deren Beiträge auf Instagram nicht so ausgespielt werden wie die von dünnen Menschen und die außerdem vermehrt Opfer von Hasskommentaren ist. Und wir haben Jen getroffen, die im realen Leben Diskriminierung erfährt und im Netz ebenfalls. Doch da kann sie sich nicht wehren. Digitale Diskriminierung geht weit über Medizin und nicht auslösende Seifenspender hinaus. Aber es gibt auch Bestrebungen, das zu ändern. Wie das gelingen kann, darüber sprechen zum Beispiel der Abgeordnete Amon Zorn und die KI-Expertin Kenza Aizi Abu in unserer Doku Programmierte Ungerechtigkeit. Den Link findet ihr hier. Mount Everest ain't got shit on me.